Tor oder kein Tor? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Das vorerst letzte Testspiel für unsere Kickers in der Vorbereitung und wir sind zu Gast in Mühleib. Ihr seht es, die Jungs in den neuen, freshen Aufwärmpullis und gleich geht's auch los. Viel Spaß mit der Kabinenansprache, lasst einen Daumen hoch da, vergesst nicht zu abonnieren und schreibt einen Kommentar. So Finn, was ist dein Tipp fürs Spiel? Ich sag so 2-3. Für uns? Ja. Und deiner, Roman? Für Miti. Für Miti. Ja. Mühleib heute. Folgende Aufstellung: Meti von links nach rechts, Lars, Schunki, Falk, Yannick. Sechser, Sigi, Benny. Mittelfeld, linke Seite Phil, Zentrum Silas, rechts Tarek, heute erstmal. Freue ich mich. Jan vorne drin. Der Bank, okay, wenn man so, die letzten Mohikaner, die letzten Verbliebenen, ne? Ist ja die, wenn man guckt, wenn man hat 12, 13 Kranke, Corona-Scheiße, doch in Zukunft, Jungs. Wenn jemand Anzeichen hat und irgendeine kleine Erkennung, bleibt bitte zu Hause. Die Scheiße können wir nicht brauchen. Jetzt sind wir als Fußballmannschaft auch nicht privat. Kann die Scheiße nicht gebrauchen. Habe ich gar keinen Bock drauf, okay? Weil wir letzte Woche richtig gut gemacht haben. Wirklich, die erste Halbzeit, die war richtig, also richtig gut. Vorne, hinten raus, schön gespielt. Die Seiten, endlich mal breit geblieben, wie wir es haben wollen. Die Sechser haben die Bälle gespielt, wie wir sie wollten. Und das, so muss es auch heute sein. Damit die Jungs schön beschäftigt werden. Und dann, denke ich mal, werden wir heute ein gutes Spiel machen. Nehmen wir es halber. Anständig warm machen. Halbe Stunde, knackig. Ne? Dann alles vorbei. Dann ist wieder nüchtern. Wir können wieder stille. Ausstehen. Also meine, die haben Anstoß, wir bleiben stehen. Das, was Matschi gesagt hat, stimmt zu 100%, so wie eigentlich immer, was er sagt, was da abgeht. Wir müssen einfach unser Spiel machen. Wir werden hier zusammen wieder als Einheit alles geben, alles rein. Und wenn mal was nicht funktioniert, Kopf hoch, passiert, Gott. Aber immer weiter bleiben und wichtig, hinterm Ball kämpfen und zwar als Einheit. Okay, Männer? Jawohl. Kommt, Jungs. Nächste Vorbereitungsspiel. Spaß haben. Kommt, Jungs. Auf geht's! Kickers! Go! Und damit legen wir auch los mit dieser Partie, Freunde. Mühleib stößt an in den grünen Trikots von links nach rechts und ihr könnt gerne mal kommentieren, ob ihr die Aufstellung, wie es jetzt diesmal war, in der Kabine sehen wollt und vom Matsche präsentiert haben wollt oder ob wir es wie gewohnt machen sollen, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und wir haben ein Problem gelöst und zwar den Wind, Freunde. Letzte Woche war dadurch die Audiospur ein bisschen, ja, vermurkst, so muss man es nennen. Es war mal lauter, mal leiser, sorry an dieser Stelle. Heute oder dieses Mal sollte es auf jeden Fall besser klappen und wir springen in die Partie rein, denn hier ist der Gegner wunderbar durch, der Pass in die Schnittstelle und das ist das 1:0 nach 80 Sekunden für die Gastgeber in Grün. Was ist das denn für ein Start für die Gastgeber? Und ihr könnt es sehen, ja, da waren wir irgendwie nicht da, wir haben den Ball verloren und haben die Mitte nicht geschlossen bekommen, gut reingelaufen vom Stürmer und es steht 1:0. Unser erster Angriff sollte über die linke Seite laufen. Der Lars bringt den Ball auf den Silas, der kommt in den Strafraum, schießt und der Torwart kann den Ball überragend mit der Fußabwehr hier zur Ecke klären. Und die Ecke kommt rein, Falk kann das Kopfballduell gewinnen, aber der Ball kommt nicht aufs Tor und wir müssen da nochmal Druck machen, um den Einwurf hier in der Ecke zu erzwingen. Sigi klärt den Ball in die Mitte, da ist der Benny. Jetzt nochmal auf den Phil, der Phil im Zusammenspiel mit dem Lars. Und Phil bringt jetzt die Flanke in den Strafraum rein. Am zweiten Pfosten ist der Tarek, der nimmt das Ding Volley und was ist das hier für ein Start, Freunde? Nach knapp 3 Minuten sind hier schon 2 Tore gefallen. Der Tarek hier nach seinem Comeback direkt mit dem Treffer. Und wir schauen nochmal drauf. Der Phil bringt die Flanke rein und der Tarek schön abgeklärt mit der Innenseite, Freunde. Ins lange Eck. Keine Chance für den Torwart. Es war, glaube ich, auch kein Abseits. Somit steht es direkt hier 1:1. Hier ist auch wieder der Tarek, der den Ball sich erobert. Bringt die Flanke rein. Da ist der Phil, der probiert es mit dem Kopf. Das war schon ein bisschen tief. Vielleicht hätte er da mit dem Fuß schießen müssen. Weiß ich nicht. Es ist immer leichter gesagt als getan. Man kennt es, Freunde. Und wir sind hier immer noch in der Anfangsphase von dieser Partie. Wir versuchen da Druck zu machen. Das gelingt uns ziemlich gut, denn wir holen uns den Ball am Strafraum wieder. Hier ist der Silas. Der geht jetzt am Gegenspieler vorbei, ist an der Grundlinie, bringt den Ball in die Mitte, da ist der Tarek, der Ball ist leicht abgefälscht und zappelt im Netz. Der Tarek mit seinem Doppelpack, super Vorlage von Silas und es steht
2:1. Wir können die Partie hier früh drehen. Super gemacht von den Jungs. Und der Tarek macht seinen Doppelpack hier bei seinem Comeback. Jetzt kam die Sonne auch ein bisschen raus. 15 Minuten gespielt. Nicht wundern, oben spiegelt die Kamera das nochmal wieder. Also das sieht ein bisschen komisch aus, der Himmel. Nicht wundern. Wir verlieren hier im Spielaufbau den Ball. Der Sigi kann den ersten Ball abfangen. Jetzt rennt der Jan da hinterher. Es gibt ein Foulspiel. Der Jan klärt den Ball. Und es gibt einen Freistoß, weil der Falk da ein Foulspiel begangen hat. Und es gibt auch die gelbe Karte. Wir schauen auf den Freistoß. Der Ball kommt rein, wird verlängert. Aber das ist kein Problem für mich. Ich kann diesen Ball ohne Probleme abfangen. Den nächsten Angriff fahren wir über die rechte Seite. Da ist der Benny, der verliert den Ball zwar. Jetzt geht's nach links rüber. Silas steckt den Ball durch auf den Phil. Der hat viel Platz. Der schaut in die Mitte direkt mit dem linken Fuß reingespielt. Da kommt der Benny aus dem Hinterhalt und der Ball zappelt im Netz. Super gespielt von den Jungs. Und der Benny kommt dann nachgerückt, hat da die Ruhe weg, nimmt den Ball mit dem Außenriss. Wir schauen da auch nochmal drauf. Phil bringt den Ball in den Rückraum. Und da ist der Benny, der nimmt sich diese Chance und haut das Ding ins Netz und wir führen hier 3:1 nach 20 Spielminuten. Jetzt kommt der Ball lang nach vorne. Der Jan kommt da entgegen und spielt den Ball raus auf den Phil. Der geht jetzt ins 1-gegen-1, ist wieder auf der Grundlinie. Der Ball kommt in die Mitte, wird leicht abgefälscht, aber da ist diesmal kein Abnehmer. Wir bleiben in der Aktion drin, denn der Tarek holt sich die Pille hier wieder und geht an den Gegenspielern vorbei. Der hatte heute richtig Bock, Freunde, und bringt den Ball in die Mitte. Jan lässt durch, der Phil kommt daran, aber trifft den Ball nicht richtig, sodass der Ball ins Tor ausgeht. Jetzt haben wir einen Freistoß von der rechten Seite. Der Ball kommt an den zweiten Pfosten. Da ist wieder Tarek, aber diesmal ist er ein Schritt zu kurz. Riesengelegenheit, aber auch ein guter Freistoß. Schön scharf reingehauen und der Tarek hätte hier fast seinen Hattrick erzielen können. Benny holt sich jetzt hier den Ball zurück, spielt den Ball super in die Tiefe. Der Jan startet rein und schaut, wo steht der Keeper, bringt die Pille rein, aber der Ball geht links am Pfosten vorbei. Als nächstes sind hier wieder die Gastgeber am Start mit einem Freistoß. Dieser sollte gefährlich sein. Die Nummer 13 kann den Ball annehmen und schiebt den Ball hier am Pfosten vorbei. Richtig, richtig gefährliche Aktion. Und ruhender Ball auf der anderen Seite für uns. Der Lars bekommt den Ball hier und geht am Gegenspieler vorbei. Da steht jetzt der Silas bereit. Der dribbelt auch den ersten aus, den zweiten aus, schießt. Und diesen Abschluss kann der Torwart wieder mit dem Fuß klären. Danach gibt es noch eine Ecke, die kommt wieder rein. Aber kann erst einmal geklärt werden. Benny holt sich die Pille, geht am Gegenspieler vorbei, legt ihn jetzt raus auf den Tarek. Der Tarek hat ein bisschen Zeit, bringt die Flanke rein. Da ist der Phil, der schießt. Pfosten und da ist der Schunki. Aber dann wurde auf Abseits entschieden. Auf der linken Seite immer Situation. Phil ist vorne, die du bist hinten. Vorrücken. Da sag ich auch schon die ganze Zeit lassen. Vorrücken. Wir wollen vorne verteidigen. Vorne den Ball erobern. Und dann können wir nach vorne. Wenn wir vorne sind, dann natürlich Schwung aufs Tor. Aber nicht in der eigenen Hälfte, machen wir keine Faxen. Mann, hey, Ball erobert, wir spielen wieder zum Torwart. Die Gegner rücken auf. Was passiert in dem Moment, wo der Gegner aufrückt? Was passiert? Gegner rücken auf, was passiert? So, das heißt dann ein Sechster, ein Zehner kann am Tor durchlaufen und da kommt ein anderer Ball. Und die kommt vor und wir starten da rein. Alles schon 100-mal gemacht, Männer. Aber dieses 1-gegen-1, ständig in die unnötigen Zweikämpfe, die das nicht gleich wegwechseln. Gesundheit. Haben wir das nötig? Brauchen wir auch nicht. Wollen wir auch nicht. Wir wollen Fußball spielen und halten vor allem dagegen. Also die erste Halbzeit konnten wir eigentlich soweit ganz zufrieden sein. 3:1 ging es für uns in die Kabinen und wir kommen da raus. Und der Jan kriegt hier jetzt kein Kommando und verliert den Ball. Aber Sigi ist zur Stelle und verlagert jetzt das Spiel auf die linke Seite. Da haben wir den Phil, der den Ball klatschen lässt. Und der Benny will aufdrehen, aber da ist ein Gegenspieler zur Stelle. Schunki kann da nichts machen. Jetzt grätscht der Benny rein. Ist eigentlich ein Foulspiel. Vorteil. Und was für ein Vorteil das ist. Der Spieler schnappt sich die Pille und haut das Ding über mich ins Tor. Ich sehe da ein bisschen blöd aus. Also im Nachhinein denke ich mir auch, man hätte zumindest springen können, aber die Flugkurve war so komisch. Ich habe auch mit dem Schuss aus dem Winkel nicht gerechnet. Den trifft er natürlich mega gut. Richtig geile Hütte vom Mühleib. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite zur Stelle. Der Memo mittlerweile im Spiel, ihr seht es, er sagt, wir müssen noch mehr draufrücken und wir werden dafür auch belohnt. Der Silas macht hier die Hütte. Wir können den Ball im Spielaufbau zurückholen und es steht 4:2. Also gerade in den Anfangsphasen der Halbzeiten gab es hier Tore en masse. Jetzt auf der rechten Seite wieder der lange Ball. Wieder auf denselben Spieler, der schießt und das ist doch unglaublich, wieder drin. Und da hat er mich richtig kalt erwischt, ich habe damit nicht gerechnet. Und das Tor geht komplett auf meine Kappe, da stand ich komplett falsch. Und ja, konnte den Ball einfach nicht halten, Freunde. Ich stand da falsch, der Ball ist gar nicht über mich, sondern eher an mir vorbei noch so. Also ich stand zu weit draußen, aber ja,
Shit happens, weiter geht's. Auf der anderen Seite haben die Gegner Torwart gewechselt, aber der zweite Torwart ist auch zur Stelle und kann hier den Ball vom Jan parieren. Wir bleiben aber in der Aktion drin, denn hier haben wir den Sigi zusammen mit dem Memo. Memo will nochmal nach vorne spielen, aber da kommt der Jan aus der Abseitsposition. Jetzt haben wir einen Einwurf auf der rechten Seite für Mühleib. Der Ball kommt in die Mitte gesegelt und ihr könnt mal kommentieren, ob das für euch ein Foulspiel ist. Und dann zappelt der Ball im Netz. Und dann gab es Abseits. Ich glaube, das war sogar wirklich Abseits. Richtig gut an der Stelle erkannt, dass es Abseits ist, weil ich glaube, das ist immer schwierig, wenn der Torwart noch rausgerückt ist. Aber ich denke, man hätte auch durchaus Foulspiel vorher pfeifen können. Ich faust den Ball weg und der Spieler rasselt in mich rein. Und ja, am Ende ist es ja egal, Freistoß oder Foul. Wir hatten den indirekten Freistoß in dem Fall. Ich meine, direkt aufs Tor schießen tut von dort eh keiner. Und dann geht's weiter. Der Film macht den Ball scharf. Da ist der Sigi, aber der erste Ball wird geblockt. Wir bleiben in der Aktion drin. Dann nochmal der Silas, aber der Nachschuss geht an der Kiste vorbei. Wir springen schon in die letzten 20 Minuten von dieser Partie. Auf der rechten Seite, von dort kam Mühleib bis jetzt immer stark durch. Der nächste Angriff, aber der Falk ist erstmal zur Stelle, der zweifache Torschütze spielt den Ball zurück und die Flanke segelt in den Strafraum rein. Da ist die Nummer 13, wird von uns gedoppelt, verdeckter Schuss und ich kann abtauchen und mich an dieser Stelle auch mal auszeichnen. Vielleicht habt ihr diesen Clip schon irgendwo bei Shorts, TikTok oder bei Instagram Reels gesehen. Checkt's auch gerne ab, Freunde, da posten wir regelmäßig Sachen. Hier auch nochmal die Hintertorperspektive. Konnte ich mich mal auszeichnen, da war ich, denke ich mal, schnell unten und ja. Schwerkraft sei Dank. Wenig später haben wir einen Freistoß. Sigi schnappt sich den Ball, aber der Keeper kann den Ball über die Latte lenken. Wir springen in die nächsten paar Minuten. Super gemacht von den Jungs. Silas auf den Sigi. Sigi hat Platz, schießt aber nicht drauf, wird jetzt hier gefoult und es gibt den nächsten Freistoß. Sigi steht wieder bereit und was ist das für ein Traumtor, Freunde? Marco Reus wäre stolz. Richtig Reus-like hier den Ball ins Tor geschnibbelt. Der Torwart war, glaube ich, sogar noch mit den Fingerspitzen dran, aber richtig gut geschossener Freistoß vom Sigi und somit steht es 5:3. Jetzt haben wir den Silas, der hier aufdrehen kann. Der schießt auch nochmal drauf. Aber der Keeper taucht ab und kann überragend zur Ecke klären. In der nächsten Aktion holen wir uns den Ball nach dem Mühleib per Einwurf hier zurück. Der Sigi stellt den Körper dazwischen und spielt ihn jetzt weiter auf den Benny. Benny nimmt Tempo auf, geht am Gegenspieler vorbei und wird jetzt hier gelegt. Und jetzt wird es ein bisschen hitzig. Der Gegenspieler hat schon vorher ein paar Mal gefoult gehabt und bekommt jetzt hier dann auch die gelbe Karte. Und Sigi steht wieder beim Freistoß bereit. Und Sigi hat ihn eben schon wunderbar reingemacht und der Ball flattert ein bisschen und da sieht der Keeper natürlich unglücklich aus, aber das ist das zweite Tor vom Sigi. Ich fühle mit dem Keeper, weil der Sigi ist da immer ein ekliger Freistoßschütze. Jetzt holen wir uns den Ball nach dem Anschluss direkt wieder. Der Nai mittlerweile im Spiel und die können sich nicht entscheiden, wer den Ball da reinschießen soll. Unglaubliche Szene an dieser Stelle. Und jetzt wird es ein bisschen kurios, Freunde. Hier der nächste Ball. Tarek bekommt die Pille. Und der Spieler, der eben gelb bekommen hat, fault hier jetzt nochmal. Und jetzt ist die Aufregung unsererseits natürlich groß, warum der denn die ganze Zeit fault und bis jetzt nur einmal die gelbe Karte bekommen hat. Und es wird jetzt auch, ja, kommen Szenen zusammen, die in einem Freundschaftsspiel vor allem nicht sein müssen. Und er wird nochmal verwarnt. Alle fragen sich, wieso er nochmal? Also, dann wurde er auch direkt ausgewechselt. Und er hat dann auch ein paar Worte dem Matsche gegenüber gesagt. Und der Matsche hat dann etwas gesagt, was man nicht sagen darf. Und da entschuldigen wir uns auch für. Ich glaube, der Matsche bereut es auch jetzt. Und er hat dann die rote Karte bekommen. Ich zitiere, als er mit Matsche geredet hat, der Matsche gesagt, du bist ein Mülleimer-Typ. Das war, glaube ich, das Wort. Ja. Und der Memo schickt ihn dann jetzt auch noch weg. Matsche muss jetzt gleich über den Zaun klettern. Also an dieser Stelle nochmal sorry an den Kollegen, sorry an die Mühleiper. Da wird auch nochmal Shake Hands gegeben. Ihr seht es, der Sigi und der Kapitän. Also auf dem Platz ging es dann weiter. Der Freistoß kommt rein. Matsche ist quasi vom Innenraum, ja, verwiesen worden. Und der Silas schnappt sich die Pille und macht hier das 7:3. Der zweite Ball, der bekannte zweite Ball, Freunde, ihr kennt es. Silas schnappt sich die Pille und macht das Ding rein. Und wir sind somit auch in der 90. Spielminute angekommen, der Einwurf nach vorne und dann ist das Spiel auch rum. Also wie gesagt, ein unschöner Abschluss ein bisschen im Freundschaftsspiel, muss es auf jeden Fall nicht so sein. Gab noch ein bisschen Diskussion danach, aber Hauptsache es hat sich keiner verletzt, das ist das Wichtigste. Und vielen Dank für euren Support. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Video. Bleibt sportlich, checkt uns auf Social Media ab und bis dann.